Was geht ab, Leute? Heute zeige ich euch einen Solo-Dupe-Glitch. Der erste Schritt, um den Glitch überhaupt machen zu können, ja, offline in die GTA-Einstellungen zu gehen, Steuerung, und dann schmeißen wir erstmal bei Zielmodus freies Zielen an. Komplett freies Zielen, nicht unterstützt. So, dann können wir direkt auf online gehen und können direkt mal in eine Sitzung für Spieler mit Einladung. Ist egal, wo ihr reingeht, am besten da, wo ihr alleine seid, damit ihr nicht gestört werdet. Wenn ihr dann in GTA Online gespawnt seid, geht in einen Laden und holt euch erstmal 10 Pisswasser, damit ihr voll seid. Und damit kommen wir jetzt auch zum nächsten Schritt. So Leute, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar, was ihr auf jeden Fall braucht, ist beim MOC, was sehr wichtig ist natürlich. Oh, ich bin jetzt hier gerade bei Legendary. Ihr benötigt bei der mobile Kommandozentrale vorne das Flache. Also ihr dürft nicht den Phantom benutzen, ihr braucht den Hauler. Und bei Position 3, Lager für persönliche Fahrzeuge. Wenn ihr das beides habt, ist es gut. Dann könnt ihr ganz schnell auf Legendary oder auf Bennys, könnt ihr einfach Preis sortieren, dann den LG RH8 in irgendeiner Farbe bestellen und dann geht ihr nach ganz unten, da steht mobile Kommandozentrale. Ich habe jetzt schon LG drinne, damit das alles jetzt schneller geht, dann einfach einen reinpacken. Wenn ihr das auch habt, ist das auch gut. Wenn ihr aber, jetzt müsst ihr ganz genau zu, Leute, die Autos nicht verkaufen wollt, sondern behalten wollt, dann braucht ihr eine Bürogarage, und zwar kann ich euch nochmal zeigen, ist jetzt egal wo, kann hier sein, kann da sein, kann hier sein, meine ist jetzt hier drauf. Ihr benötigt dafür eine Garage und Tuningwerkstatt braucht ihr auch dafür. Und zwar müsst ihr das Auto einfach in die Tuningwerkstatt bringen, muss dann Nummernschild ändern und dann könnt ihr es einfach in der Garage abspeichern, das geht nur hier und nirgendwo anders. Aber wenn ihr die Autos einfach nur verkaufen wollt, müsst ihr das nicht machen, das braucht ihr dann nicht. Wenn ihr nur Geld machen wollt, benötigt ihr das Ganze hier nicht, was ich jetzt gezeigt habe. Und so Leute, wenn ihr jetzt alles gemacht habt, dann geht ihr in euer MOC rein. Hier müsst ihr euer LG einfach ganz normal stehen. Dann, Leute, braucht ihr eine Person, die ihr beitreten könnt, um den Zielmodus zu wechseln. Also ihr dürft nicht genau beitreten. Ich kann es euch jetzt zeigen. Geht auf Communities, aktuelles Spiel, tretet jemanden bei, dann müsste das hier erscheinen jetzt. So, das hier müsste dann kommen. Und dann drückt ihr zweimal PS4-Taste, Leute, und drückt nochmal X. Dann müsste das hier kommen. Jetzt drückt ihr Kreis, jetzt wissen wir, okay, es wird funktionieren. Jetzt setzt ihr euch in euer Auto rein. Macht den Motor an, drückt jetzt Option, geht auf Online, geht auf Criminal Enterprise. Hier Leute, jetzt steht hier kaufen. Jetzt drückt ihr X, das müsst ihr richtig schnell machen. X, dann Doppeltaste PS4, X, dann nochmal X und dann Kreis. Also zweimal dann X. Also jetzt X, Doppeltaste PS4, dann X, da kommt dieses mit diesen Dingsbildschirm, dann X und dann Kreis. Weil mit diesem Zielmodus wechseln, dann Kreis drücken. Let's go. Ich weiß nicht, ob es jetzt geklappt hat, aber ich hoffe es mal. Jetzt müsst ihr euch einfach betrinken, Leute. Das bedeutet, ihr geht jetzt auf Snacks, Pisswasser. Immer X halten, also einfach trinken, dass er sich betrinkt. Und das müsstet ihr so, glaube ich, 8-mal machen. Das Ganze müsst ihr so lange machen, bis er einfach umkippt. So Leute, wenn ihr umgekippt seid, müsstet ihr dann einfach am Krankenhaus spawnen. Ich weiß nicht, ob ich dort spawne. Wenn ihr nicht dort spawnt, egal wo euer Bunker ist, wenn ihr nicht am Krankenhaus spawnt, habt ihr was falsch gemacht. Das werden wir jetzt sehen. Habe ich etwas falsch gemacht oder nicht? Und Leute, wir haben es richtig gemacht. Also Leute, wir sind jetzt am Krankenhaus. Ich habe wirklich gedacht, dass ich den Glitch nicht geschafft habe. Ich dachte, ich bin jetzt ein bisschen zu langsam gewesen. Aber alles gut. Wir müssen hier spawnen. So Leute, als nächsten Schritt bestellt ihr euren MOC. Und hier seht ihr jetzt meinen Buzzard. Ich habe mich kurz nur CO gemacht, damit ich den MOC holen kann. Ihr steigt dann in den MOC ein. Genau zur Markierung, ich kann euch nochmal das jetzt vom Weiten zeigen. Das ist hier beim Los Santos Custom. Also es befindet sich ganz genau hier. Dann müsst ihr nämlich hier so hier reinfahren, Leute, dass ihr ganz rechts seid. So, dass ihr links noch Platz habt, um durchzulaufen. Das kann ich jetzt hier euch zeigen. Und weiter rein. Mal ein bisschen zurück. Jetzt Gas. Ungefähr so. Jetzt müssen wir gucken, ob da noch Platz ist. Genau, da ist sogar noch genug Platz. Jetzt, Leute, gehen wir erstmal hier raus. So, Leute, wenn das alles gemacht ist, holt ihr das Auto, was ihr duplizieren wollt. Also ich mache jetzt den LG Retro Custom. Der bringt sehr viel Geld. Ich habe auch den Easy. Ich habe es auch am Anfang mit dem Easy gemacht. Leute, wundert euch jetzt nicht, warum es dunkel ist oder warum der Schnee wächst. Das weiß ich selber nicht. Aber als ich mit dem Easy hier war, dann bin ich 5-mal gestorben, Leute. Und zwar, Leute, der erste Schritt ist es erstmal, das Auto so hier gegen zu fahren.
jetzt auszusteigen. Jetzt haltet ihr Touchpad, geht auf Fahrzeug und macht den Fahrzeugmotor an. Das ist sehr wichtig, Leute. Damit ihr direkt in das Auto einsteigen könnt und dann direkt ins MOST rein. Wenn ihr das alles gemacht habt, geht jetzt hier nach vorne, steigt ein. So, jetzt, Leute, müsst ihr mir ganz genau zuhören. Jetzt haltet ihr Pfeil rechts und fährt ein Stück nach vorne. Steigt aus. X-Spam, damit er nicht die Tür zumacht, damit ihr schneller seid. Spam, 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 Spam. Steigt in das Auto ein. Jetzt drückt ihr Pfeil rechts und X gleichzeitig. So, Leute, wenn ihr alles richtig gemacht habt, müsst ihr dann so hier spawnen, also egal wie ihr spawnt. Wow, wundert euch nicht, warum das da steht. Das ist auch, wenn ihr das nicht schafft, wenn ihr den Glitch nicht schafft, dann geht das auch nach da und dann müsst ihr einfach mit dem LKW-Teil da rausfahren, das reinmachen und dann wieder einfach reinfahren. Dann könnt ihr alles wieder wiederholen. So, Leute, jetzt haben wir hier, das ist der Gedupte. Jetzt gehen wir mal in Alice Custom und jetzt schauen wir mal, wie viel wir für den Gedupten bekommen. Für den Duplizierten hier. Ihr werdet ganz genau sehen, Leute, ihr bekommt genauso viel wie beim Original. Also es ist einfach krank. So, fahren wir jetzt hier rein. Es müssten, glaube ich, 1,2 Mille sein. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall mehr als eine Mille. Das könnt ihr ganz genau sehen, Leute. Also ich hoffe, es hat geklappt. 896.000. Also ich habe jetzt gedacht, es ist über eine Mille, aber es ist anscheinend doch nicht. Hier bei diesem Auto vollgetuned bekommt ihr 896.000. Macht es einfach mit den Autos, mit denen ihr machen wollt. Ich könnte es auch mit einem anderen nehmen, aber ich habe mir jetzt gedacht, komm, ich liebe so ein Nissan GT-R R34, ist ein krasses Auto. Und Leute, nur mal ganz sicher gehen, nicht direkt verkaufen. Speichert das Auto jetzt in irgendeiner Garage ab, Leute, und dann ruft den Mechaniker an und guckt, ob ihr das Auto zweimal habt. Wenn ihr das Auto nicht zweimal habt, dann heißt es, ihr habt irgendwas am Glitch falsch gemacht, Leute. Also Leute, das war's auch schon mit diesem Video. Falls ihr mehr GTA-Glitches sehen wollt, dann einfach in die Kommentare schreiben. Haut rein und ciao.